Hey Leute, hier sind wir oben und der Benny von den Two Epic Buddies und heute gibt's ein Top 10 und zwar die Top 10 Fails 2.0. Das sind wie immer irgendwie richtig krasse Clips eingesendet worden. Ist in letzter Zeit irgendwie jedes Mal so, dass wirklich verdammt geile Clips dabei sind. Ja, und bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, erklär Benny, was wir beim nächsten Mal so sehen wollen. Ja, wir hoffen, dass beim nächsten Mal natürlich genauso krasse Clips wiederkommen und da wollen wir nämlich mit den ganzen Spezialistenfähigkeiten krasse Clips sehen. Also wenn ihr irgendwie was Krasses mit einer Hitzewelle zusammenbekommt oder mit Neueinstieg oder mit Overdrive oder so, da gibt es ja richtig viele Fähigkeiten. Also versucht irgendwelche krassen Clips damit zu spielen und bitte nicht mit den Waffen und Clips einsenden, sondern nur mit den Fähigkeiten und ja, versucht irgendwie was Geiles zu machen. Einsenden könnt ihr das Ganze dann natürlich wie immer im ersten Link in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten mit dem heutigen Top 10 Hauptneulich los mit dem ersten Clip. Auf geht's! Ja. Da haben wir gleich auf Nuketop einen geilen Fail für den, weil er wird durch die Wand mit Gravity Spikes gekillt. Ist belastend. Ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank, weil ich glaube, ich werde ein bisschen ausgerastet. Gerade weil es Gravity Spikes sind und die sowieso across the map killen. Aber wenn die dann auch noch durch die Wand killen, ist es nochmal ein Stückchen belastender. Und ja, ich würde sagen, wir gönnen uns direkt den zweiten Clip. Genau, da haben wir auch einen richtig krassen Teamfehl. Der Kollege hat hier einfach eine Talon am Start. Die Talon fliegt dann ins Gebäude rein. Dort campen zwei Leute oben quasi am Balkon am Camperspot. Und die Talon explodiert einfach und macht einen Triple Feed. Und er wird einfach gekickt, weil er zwei Teamkollegen mitgetötet hat. Richtig belastend, dass genau in dem Zeitpunkt die Talon down geht und dann noch zwei Teammates mitreißt und ja dann einfach gekickt wird. Ich meine, war bestimmt auf guter Streak unterwegs, aber belastend für ihn. Und ja, ich würde sagen, wir kommen einfach zum nächsten Clip. Ja, der ist relativ kurz und zwar fährt er hier mit seinem Cerberus rum und auf einmal hebt er ab und fliegt out of map runter in die Schlucht und ist zerstört. Wahrscheinlich der beste Cerberus auf der Welt. Den juckt's nicht mehr. Der ist abgehobener als abgehoben und fliegt einfach weg, Mann. Also, ohne Scheiß, ist belastend, wenn man sich so eine Streak spielt und die dann einfach wegfliegt, Mann. Was ist los, ey? Man weiß nicht mal, warum der auf einmal weggeflogen ist. Hat die einfach nicht mehr gejuckt. Ja, das war's mit dem Clip auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten und da diese Gravity Spikes, die scheiß Fischstäbchen, Mann, so hart gefehlt, da wäre ich wirklich ausgerastet, wenn ich die Fischstäbchen dabei habe. Und was macht der Kollege? Will sie einsetzen und bleibt einfach in der Decke stecken und wird geholt. What the fuck? Er bleibt mit den Fischstäbchen in der Decke stecken. Was geht ab? Das ist Karma, weil man die spielt, Mann. Ja, ist echt so. Unglaublich. Habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten Fail. Ja, da haben wir einen Kollegen, der in Hardcore spielt, rennt in ein Teammate rein, stirbt. Was passiert? Er spawnt und wird direkt wieder geteamkillt von einem Care Package. Wahrscheinlich zweimal direkt hintereinander. Ist belastend. Passiert. Aber naja, was soll man machen? Richtig belastend ist auch auf jeden Fall der nächste Clip. Der Kollege hat sich sogar Raps erspielt, spawnt neu und dann nehmen die Kollegen auf der C-Flagge gerade alle gemütlich die Flagge ein. Was passiert? Der Raps macht einen fucking 5-Mann-Feed bei den Teamkollegen. What the fuck? Ich glaube, der eine Raptor war total verwirrt, fährt einfach auf die C-Flagge drauf und tötet alle Teammates und ihn mit und er wird einfach so hart vom Spiel gedroppt und gekickt. What the fuck? Also 5-Mann-Feed, eigene Cerberus an den Teammates, läuft auf jeden Fall. Not bad, ich würde sagen, krasser Fail. Weiter geht's mit dem nächsten Fail. Ja, da haben wir was richtig belastend ist. Zuerst wieder von der Schwebelung gekillt, spawnt instant wieder tot, von dem Tomahawk across the map einfach geholt. Also ich glaube, belastender geht's gar nicht. Zuerst von der Streak geholt, dann von dem Tomahawk across the map. Diesmal zwar keine Teamkills, aber trotzdem zweimal direkt hintereinander richtig dreckig weggeholt worden. Ich wäre auch bei sowas eigentlich schon wieder ein bisschen ausgerastet, wenn man so weggeholt wird, aber trotzdem. Tomahawk across the map war natürlich nice vom Gegner, aber belastend für ihn. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Clip. Genau, da haben wir einen kleinen Anti-Mate-Team-Fail quasi am Start. Der Kollege denkt sich hier einfach, er wirft ein gemütliches C4 auf die B-Flagge und auf einmal stirbt sein Teammate und er gehen beide down. Was ist passiert? Ein Sniper hat einfach genau in dem Moment, wo er das C4 auf die B-Flagge werfen wollte, das C4 getroffen und deshalb ist der arme Teammate, der nebenbei mitgelaufen ist, auch einfach down gegangen, obwohl er gar nichts dafür konnte, weil der Sniper einfach Luck hatte und das C4 getroffen hat und macht damit einfach einen gemütlichen Double-Kill. Muss auch mal passieren, dass der wirklich genau in dem Moment das C4 trifft, wo es in der Luft ist. Richtig krass auf jeden Fall und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Fail.
Ja, da haben wir einen kleinen Anti-Mate, und zwar spielt er Hardcore suchen und zerstören, will mit der Shadow Claw den Typen killen, der gerade die Bombe entschärft, weil das sein Teammate ist und er die Bombe entschärfen wollte. Schießt ihn mit der Shadow Claw ab. Nebenbei steht noch ein Trophy-System. Das Trophy-System schießt durch den Teammate einfach die Shadow Claw-Dinger ab und killt den Teammate, ohne dass er einen Team-Kill bekommt. Also eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Fail, aber doch ein Fail, weil der Team. Der Gegner hat dann einfach einen Kill gratis dafür bekommen. Ja. Und deswegen richtig nice. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Clip für heute. Da ist auch was ultra krasses. Der Kollege denkt sich nichts Böses. Campt und schimmelt richtig hart in der Ecke, in dem kleinen Raum, beim Zug auf Fringe Raum. Was passiert? Er kassiert einen Tomahawk durch die Wand. Ein Gegner läuft einfach da bei den Schienen entlang, wirft das Tomahawk einfach random da die Schienen entlang und es wallbangt ihn einfach. Und er wird einfach geholt. Also ich würde sagen, Campen wurde auf jeden Fall hart bestraft. Mega Fail, dass er da einfach durch die Wand geholt wird. Auf jeden Fall habe ich noch nie gesehen. Krass, dass das überhaupt möglich ist. Und ja, ich würde sagen, das war's für die heutigen 10 Clips. Da sind ein paar richtig kranke Fails eingesendet worden. Und ja, Haubner, hast du sonst noch was? Ja, ich wollte noch mal kurz erwähnen, ihr wisst ja, dass wir einen Sponsor haben, und zwar MMOGA. Wenn ihr irgendwelche günstigen Game Keys sucht, könnt ihr mal bei dem vorbeischauen. Dritter Link in der Videobeschreibung. Und ihr könnt natürlich auch unseren Gutscheincode verwenden. Der steht da einfach dabei. Dann bekommt ihr alles 3% billiger. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war's das. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.